wir wählen gerade den Schlafplatz aus. Wir haben jetzt unser Lager für die Nacht gefunden. Direkt am See. So schön aus. Das riecht hier extrem nach Lavendel. Wir sind hier auf so einer Lavendelfarm. Das ist ja mega cool. Das Lavendelfeld. Leider können wir nicht ganz rangehen, weil die 5 Dollar Eintritt verlangen. Nur, dass die Leute da Fotos drin machen können. Wir sind jetzt hier beim Mount Cook. Machen jetzt eine Stunde Wanderung, ehe es nicht so motiviert. Zur Church of the Good Shepherd mit Sinn. Church, wir wollen zur Church. Wir haben einen kleinen Roadtrip gemacht innerhalb von einem Tag, was eigentlich auf mehrere Tage Roadtrip, geplant war. Alter. Wir hoffen jetzt natürlich, dass Wendy uns dann auch einen Job gibt. Wir sind echt müde irgendwie. Wir haben uns echt. Du bist Bungee gesprungen und hast den Nervous Swing gemacht. Ach stimmt, ich hab Gott. Oh Gott, ich hab beides an. Ist ja auch so, ich vorher keine Kleidung besessen habe. Die arme kleine süße Kirche. Können jetzt alle mal zwischen. Eine riesige Sandfly. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Highway der Westküste. Sehr fix unterwegs, aber wir sind noch relativ angeschlagen, deswegen können wir nicht die ganzen riesigen Wanderungen machen. Und wir sind gerade auf dem Weg nach Greymouth. Hier ist gerade eine Karotte, der Motor läuft natürlich noch vorbildlich. Es wird auch ein neues Level erreicht hier. Weiter geht's! Yo, man. Yo. Open up, man. What do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom door. How could I? Immer weiter, bis wir immer weiter nach Norden kommen. Zum Abel Tasman Regional Park. Da wollen wir ein bisschen wandern, vielleicht Kajak fahren. Mal sehen. West Coast. Es ist so crazy, man beachtet so eher die Küsten, aber dann sieht man so das und denkt so boom. Der kleine Roger. I even had her in the shower. She even caught me on camera.
saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? Make sure no say that she really not a right for Vex. I never used to see you make the gigolo flex. As somebody else in favor, you in a the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she have to bring a whole heap of things up from the past. All the little evidence, you better know for mass. Quick for your answer, no off it talk. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower.